Ja, herzlich willkommen beim Vortrag Achtsam im Hier und Jetzt. Mein Name ist Thomas Barth. Ich bin Vorsitzender der Gemeinschaft für achtsames Leben. Das ist die Gemeinschaft der Schüler von Thich Nhat Hanh hier in München und Umgebung. Und ja, wie schon gesagt, wir richten uns in unserer Praxis und in unserer Lehre, richten wir uns ganz nach Thich Nhat Hanh. Thich Nhat Hanh ist ein vietnamesischer Zen-Meister, der in der Tradition oder in der Übertragungslinie von Lin Chi steht. Lin Chi ist ein sehr bekannter chinesischer Zen-Meister des, ja, ich glaube, 8. Jahrhunderts, der vor allem bekannt ist unter dem japanischen Namen Rinzai. Aber Lin Chi ist der chinesische Name und sein Wirken hat eben nicht nur China beeinflusst, sondern eben auch Japan, das wissen wir, aber auch Vietnam. Nun, also wir stehen in der vietnamesischen Zen-Tradition, berufen uns auf Lin Chi und unser heutiger oberster Lehrer ist Thich Nhat Hanh. Zen bringen viele Menschen zunächst einmal in Verbindung mit Sitzen, Sitzen und nochmals Sitzen. Und das ist bei uns anders. Eine wesentliche Grundlage unserer Praxis, ich werde dann ganz am Schluss noch die anderen wesentlichen Punkte kurz anschneiden. Eine wesentliche Grundlage unserer Praxis ist die Achtsamkeit. Und die Achtsamkeit kann man üben im Sitzen. Das ist richtig. Und das ist auch traditionell so geschehen. Und die Sutren, die Lehrreden, die wir vom Buddha haben und die über Achtsamkeit handeln, lehren uns auch die Achtsamkeit im Sitzen. Manche von uns werden zu Hause meditieren, morgens oder abends. Gewisse Zeit können wir investieren ins Meditieren, ins Achtsamkeit üben im Sitzen. Aber meistens ist es doch sehr begrenzt. Und die gute Nachricht ist, wir können die Achtsamkeit aber auch bei vielen, vielen anderen Gelegenheiten des Tages üben. Und das genau ist unsere Praxis. Schon auch im Sitzen, man kann es auch im Stehen üben und man kann es auch im Gehen üben. Und mit diesem Thema möchte ich jetzt mal starten, dem Thema Gehmeditation. Wir nennen es dann auch Gehmeditation. Das heißt Gehen in Meditation. Und wir nennen das Meditation, weil wir Achtsamkeit üben beim Gehen. Ja, was macht es eigentlich aus, wenn wir achtsam gehen? Da denken wir an eine Gelegenheit, die jeder von uns kennt, der morgendliche Weg zur Arbeit. Ich meine, viele fahren mit dem Auto, aber wir gehen ja erst einmal zur Haustür raus und gehen ein paar Schritte zumindest bis zum Auto. Wir gehen vom Auto ins Büro, wir gehen zu Fuß zur S-Bahn, wir gehen von der S-Bahn ins Büro und so weiter. Wir gehen sehr oft. Und was macht eigentlich unser Geist, wenn wir gehen? Zum Beispiel, wenn wir in die Arbeit gehen. Ja, sehr verschieden. Vielleicht sind wir schon in der Arbeit. Ja, lösen schon unsere Probleme, die eigentlich erst nachher anstehen. Vielleicht sind wir noch zu Hause bei den letzten Worten, die wir gewechselt haben mit unseren Familienangehörigen, die erfreulich waren oder auch nicht erfreulich waren. Vielleicht sind wir bei Problemen, die uns schon länger umtreiben. Vielleicht träumen wir vom nächsten Urlaub. Es gibt viele, viele Möglichkeiten. Das ist nicht Gehmeditation. Das ist das normale Gehen. Wir sprechen von Gehmeditation, wenn der Geist beim Gehen auch beim Gehen ist. So einfach ist es. Und doch so schwierig. Wenn wir mit dem Geist unseren Atem spüren, jedes Einatmen, jedes Ausatmen, einfach spüren den Atem. Ohne es zu bewerten, einfach nur fühlen, ja, so ist er jetzt, ein und jetzt geht er aus, verfolgen ihn, ja. Fühlen ihn vielleicht in der Nase, vielleicht im Bauch, vielleicht in der Brust. Ganz egal, wir spüren den Atem, wir spüren die Schritte,
Viele, viele Körperwahrnehmungen haben wir die ganze Zeit, den ganzen Tag über. Wir spüren die Füße, wie sie den Boden berühren. Wir spüren die Füße, wie sie den Boden wiederum verlassen. Und um das zu machen, brauchen wir sicherlich zunächst Konzentration. Es ist klar, unser Geist hat die Tendenz abzuschweifen und die anderen Themen, die ich ja genannt habe, was weiß ich, was uns in der Arbeit erwartet oder was zu Hause gerade war, fordern auch in gewissem Umfang Aufmerksamkeit. Ja? Das heißt, wir erleben dann die Vielfalt der Möglichkeiten, die unser Geist hat. Und wenn wir Gehmeditation üben wollen, dann lenken wir unsere Konzentration eben auf den Atem und vor allem auf die Schritte. Zunächst auf Atem und Schritte. Und wenn wir da so eine Zeit lang konzentriert gehen, dann spüren wir, wie es leichter wird. Ja, wie die Konzentration nicht mehr so gefordert ist. Wie es uns einfach gut tut, konzentriert zu gehen. Mit dem Geist den Atem mit zu spüren und die Schritte zu spüren. Vielleicht werden auch die Schritte leichter, gleichmäßiger. Ja, wir gehen ja nicht mehr im Blindflug. Wenn wir gehen und unser Geist ist woanders, dann gehen die Beine wie im Blindflug. Ne? Sie machen einfach irgendwelche vorher einstudierten Bewegungen, die mehr oder minder gelenkt sind, mehr oder weniger gut angepasst sind auf den Boden. Einfach so, wie wir das irgendwie gewohnt sind, gehen sie einfach. Und der Geist denkt an was anderes. Wenn der Geist beim Körper ist, fühlt er ja die Füße, wie sie den Boden berühren. Und passt sich an, optimiert es. Es wird weich, es wird geschmeidig, anmutig und wir fühlen uns wohl dabei. Und wenn wir uns dabei wohlfühlen, dann wird es immer leichter, sich darauf zu konzentrieren. Es braucht weniger Konzentration, es ist ja auf einmal interessant, es ist angenehm, es ist schön. Und dann wird es leichter. Und wenn es leichter wird, das Gehen und das Spüren des Gehens und des Atems, dann können wir auch anfangen, die Konzentration leichter werden zu lassen, feiner werden zu lassen und andere Dinge aufzunehmen. Es gibt immer ganz viele Dinge zu sehen. Wir werden dann unsere Konzentration weiten und auch sehen, was uns auf dem Weg begegnet. Wir sehen Bäume, wir sehen Büsche, wir sehen Vorgärten, kleine Grünanlagen. Wir sehen viele schöne Dinge, auch auf unserem Arbeitsweg. Ganz sicher. Und diese schönen Dinge, wann sehen wir die? Eigentlich nur dann, wenn wir beim Gehen sind. Ja? Weil wenn wir bei unseren Arbeitsproblemen sind oder bei unseren Streitereien, die wir vielleicht in der Familie haben oder wenn wir vom Urlaub träumen, ja, dann können wir das ja gar nicht wertschätzen, was gerade zu sehen ist. Die frischen grünen Blätter, die vielen blühenden Bäume und Sträucher, die blühenden Bäume, Blumen, ja, die Vögel, die morgens herumsausen. Wenn wir so gehen und unseren ganzen Geist in das Gehen legen, dann hören wir auch, wird unser Geist frei von den ganzen Problemen und dann hören wir auch, was sich gerade tut. Dann werden wir auf einmal die Vögel zwitschern hören. Es wird einfach ein angenehmes Gefühl hervorrufen. Wir werden uns wohlfühlen. Es wird uns gut tun. Wenn wir schauen und wenn wir hören, ist es wichtig, die Dinge einfach anzunehmen, ohne jetzt einzuhaken. Ja, das ist jetzt schon ein bisschen, ich spanne den Bogen jetzt schon weit, aber ich meine, wir wollen ja auch immer den Bogen weit spannen und die Interessenlage der Teilnehmer ist ja auch verschieden. Es ist klar, es gibt welche, die zum ersten Mal Gehmeditation üben, es gibt andere, die es 5 Jahre schon üben und ich will praktisch für jeden auch etwas sagen. Und ja, wichtig ist es, wenn wir also sehen und horchen, schauen und horchen beim Gehen, dann ist es wichtig, dass wir die Dinge einfach annehmen, ohne uns einen Kopf draus zu machen. Weil es geht ja so schnell.
Ja, dass wir einen Busch sehen und uns denken, mein Gott, wie schaut der aus? Typischer Hausmeisterschnitt, ja, der hat ja gar nichts dabei gedacht, oder? Oder, naja, ihr könnt es euch vorstellen, ne? Es, ja, oder wir hören einen Hund, ne? Ich weiß nicht, wie wir darauf reagieren. Ja, sehr verschieden. Ja? Vielleicht mögen wir Hunde nicht, ja? Und schon wieder kommt eine Gedankenschleife, ja? Also so schnell kommt man dann wieder aus der Achtsamkeit raus und ist wieder in einer Gedankenschleife zum Thema Hunde oder Schnitt von Sträuchern oder was auch immer, ne? Botanisch Interessierte sehen dann auf einmal Pflanzen, ach sowas, dass es das hier gibt, ob sich das selber gesetzt hat oder ob das angepflanzt wurde, ne? Gibt 100.000 Möglichkeiten. Das ist aber auch nicht unser Interesse bei der Gehmeditation. Das wollen wir eigentlich nicht, ne? Bei der Gehmeditation wollen wir gehen, unseren Körper spüren, bei unserem Körper bleiben und den Kontakt zur Welt suchen, ja, im Kontakt bleiben, aber nicht mit dem Geist praktisch rauszulaufen. Das heißt, wir nehmen einfach alles auf. Und der kleine Trick, den ich hier verraten kann, ist der, wenn es passiert, also wir haben ja immer, wir sagen, wir sprechen manchmal bei der Meditation von Hilfen oder von Anker oder von Geländer, von Dingen, die uns praktisch helfen können. Ja? Und wenn wir dann merken, dass wir mit den Gedanken davon gesaust sind, vom bellenden Hund auf irgendwelche Hundeerinnerungen, dann ist es so, wie wenn jemand geht und in Schwanken kommt. Ja, stolpert. Und dann haben wir immer ein Geländer mit, an dem wir uns festhalten können. Ein Geländer, was uns wieder hilft. Und das ist der Atem. Ja, der Atem ist immer das Geländer. Das heißt, wenn wir merken, oh, jetzt da, Geist geht wieder ab die Post, geht wieder in eine falsche Richtung, die ich eigentlich nicht wollte, dann das Geländer, Atem spüren. Wo ist mein Atem? Ja, er ist ja da. Auf einmal spüre ich den Atem wieder. Ein, aus, die Füße wieder, ne? Ja. Die Konzentration wieder aufbauen und wieder das Gehen einfach genießen. Ja, das nennen wir Gehmeditation. Wir können also das Gehen bei ganz normalen Gelegenheiten unseres Alltags als Meditationsübung nutzen. Und die ist in keiner Weise weniger wert als Sitzmeditation. Überhaupt nicht. Das ist Meditation. Das ist Achtsamkeitsübung. Und es stimmt schon beim Zen, was die Sitzmeditation so betont, es ist wichtig, große Teile des Tages zu verwenden für Achtsamkeitsübung, für die Achtsamkeitspraxis. Und Mönche tun traditionell im Zen stundenlang sitzen. Wir haben die Zeit nicht, ja, aber wir können es woanders machen. Und das ist so wichtig, weil es ist eine Übung. Das ist so wie, einerseits klingt es einfach, was ich jetzt gesagt habe, die Achtsamkeit, andererseits, es ist schon schwierig. Man merkt nach gewissen Anfangserfolgen, dass besser werden ist schwierig. Ja, das ist so ein bisschen wie beim Klavierspielen. Natürlich ist es leicht, mal so die ersten Töne, ja, die erste Melodie, aber man kann noch Jahre, jahrzehntelang dazulernen. Ja, und die Freude kommt eigentlich auch in dem Maße, wie man es dann kann. Wie es leicht wird und schön klingt. Und so ist es eigentlich bei der Achtsamkeitspraxis auch. Es braucht Zeit. Mit der Zeit kommen wir weiter, geht's leichter von der Hand, wird tiefer und dann haben wir entsprechend mehr Nutzen. Und um dorthin zu kommen, müssen wir viel Zeit dafür haben. Aber das Schöne an der Gehmeditation ist ja, wir haben viele, viele Gelegenheiten am Tag, wo wir gehen und wir sollten sie nutzen. Den Weg zur Arbeit oder zur S-Bahn, sage ich jetzt mal, ne? Von der S-Bahn zum Arbeitsplatz, der Heimweg, wenn wir spazieren gehen, wenn wir hier im Park gehen. Immer sollte das eine Gehmeditation sein. Aber wir haben viele andere Gelegenheiten. Auch im Büro gehen wir immer wieder kleine Wege. Jeder kleine Weg im Büro kann eine Erinnerung sein. Ja, Achtsamkeit üben. Ich gehe achtsam. Ich komme wieder runter. Komm wieder zu mir selbst. Das ist ja eine richtige, das ist ja wie, das ist ja eine Erholung. Wir können das ja, es wird uns, wenn wir die ersten paar Mal das geübt haben schon, wird es uns als Erholung vorkommen.
wieder aus dem Stress, aus dem Trubel, ja, aus dem konzentrierten Arbeiten, den Geist rauszuziehen und zu sagen, so, und jetzt gehe ich. Schritt für Schritt. Und der Geist ist bei den Schritten und beim Atem. Entspannt wieder völlig. Ich komme entspannt in dem anderen Büro an, egal was es dort zu tun gibt, und tue das Nächste, was zu tun ist. Das ist unsere Praxis, immer wieder zurückzukommen zur Achtsamkeitsübung in vielen Gelegenheiten. Und eine ganz wichtige ist eben das Gehen. Manchmal wird darüber diskutiert, ob es wichtig ist, langsam zu gehen oder nicht langsam zu gehen. Ich denke, Hauptsache, man übt Achtsamkeit beim Gehen. Dennoch gibt es eine eigene Qualität bei der Gehmeditation, die eigentlich nur beim langsamen Gehen voll zur Geltung kommt. Und wirklich ganz im Augenblick ruhend, tiefe Achtsamkeit entfaltet sich erst dann, wenn wir auch den Antrieb loslassen. Ja, also wenn wir gehen, als ob wir gar kein Ziel erreichen wollten. Ja, so gehen, wie vielleicht ein Mensch geht, der am Bahnsteig wartet. Der macht Schritte, ja, weil es angenehmer ist, zu gehen als zu stehen. Und sitzen ist vielleicht zu kalt. Ne? Also geht der Mensch am Bahnsteig auf und ab. Aber er hat natürlich kein Ziel, definitiv kein Ziel. Ja? Und er macht ganz leichte, eher kleine Schritte und eher langsam. Und aus dem gleichen Grund werden wir, wenn es möglich ist, auch Gehmeditation so versuchen zu gehen. So, als ob gar nichts zu tun ist. Ich habe lange gebraucht, diesen Wert zu verstehen, bis ich einmal im Kloster vor einer Veranstaltung, es war also ein Vortrag von Thich Nhat Hanh, sollte es geben, und man war schon früh da, wie hier, ne? Man kommt halt früh, um einen guten Platz zu bekommen, ja, und sitzt da, wartet da, ist ja kein Problem. Buddhisten haben ja das Glück, sie müssen nie warten, sie können immer atmen. Ne? Kann man sitzen, einatmen, ausatmen. Und da sehe ich einen Mönch, der geht da so langsam dahin, ne? So, ja, als ob er auf und ab geht, weil er ja wartet und er wartet halt im Gehen. Ne? Geht so langsam dahin und auf einmal kommt er bei einer Box an, einer großen Lautsprecherbox. Ne? Macht da irgendwas, dann denke ich mir, na gut, dann geht er weiter, ganz langsam. Ganz locker, kommt er zu der nächsten Box, macht wieder was. Und da wurde mir erst klar, ich habe ja gewusst, er ist zuständig für die Audioanlage. Nein, er hat gearbeitet. Er ist zur Box gegangen. Nur man hat es nicht gesehen. Ja, und das war eben das. Gehmeditation. Er hat Gehmeditation geübt bei der Arbeit. Natürlich müssen wir in gewissem Umfang Kompromisse machen mit unserer Umwelt. Das ist klar. Und für alle diese Leute sage ich, es ist auch gut, wenn wir im normalen Tempo gehen. Vielleicht nur ein bisschen langsamer als die anderen. Ein bisschen können wir ja langsamer sein. Ne? Aber nur ein bisschen. Ne? Und Hauptsache, wir üben es überhaupt. Ne? Das ist wichtig. Also bevor sich jemand sozusagen geniert, Gehmeditation zu üben bei sich zu Hause, ja, vor der, ja, wo die Nachbarn es sehen, bevor er sich geniert und es nicht tut, dann soll er schnell Gehmeditation üben. Ja, das ist vielleicht ein kleines Detail. Gut, diese Praxis der Gehmeditation, so wie beschrieben, ist eine sehr tiefe Übung. Und da möchte ich noch ein bisschen weiter ausholen, was das eigentlich jetzt bedeutet. Wenn wir so gehen, wie beschrieben, achtsam gehen und der Geist ist beim Atem und bei den Schritten, dann kommen in diesem Augenblick Körper und Geist zusammen. Der Geist beobachtet den Körper, beeinflusst den Körper, der Körper reagiert darauf, der Geist spürt es. Das ist ein geschlossener Regelkreislauf. Und das bezeichnen wir als unser wahres Zuhause. Das ist das wahre Zuhause unseres Geistes, beim Körper zu sein. Dafür ist er geschaffen. Er ist nicht dafür geschaffen, irgendwelche Theorien, sich mit irgendwelchen Theorien zu beschäftigen, ja, die vielleicht da jetzt über einen ans Internet angeschlossenen Monitor herüberkommen zu uns. Dafür ist er nicht geschaffen. Er ist geschaffen dafür, für diesen Körper. Dieser Körper hat diesen Geist. Und das könnte und sollte eine Einheit sein. Also wenn wir so gehen, dann ist unser Geist im wahren Zuhause und kümmert sich um den Körper.
Und das ist dann eine geschlossene, eine runde Einheit, in der der Körper und der Geist sich sozusagen gegenseitig beeinflussen, gegenseitig befruchten und Heilung stattfindet. Jetzt Heilung mal ganz weit gefasst, ja? Also ich fange damit an, dass die Schritte leichter werden, runder werden, angepasster dem Boden, ja? Dass wir uns wohler fühlen, dass wir vielleicht bemerken, wie die Haltung ist und die Haltung verbessern. Ja? All solche Dinge können nur passieren, wenn der Geist beim Körper ist. Wenn der Geist irgendwo ist und wir einfach rumlatschen, ja, dann ist der Körper wie ungesteuert, läuft einfach dahin. Ich meine, er macht schon was, ja, das Eingeübte. Aber eben nur das. Und im anderen Fall entwickelt er sich weiter. Und der zweite wichtige Aspekt, den ich nochmal vertiefen möchte, ist der, wenn wir eben so achtsam gehen und der Geist beim Körper ist und nicht überflutet ist von Gedanken, wird er ruhig, wird er frei und es entsteht Raum. Es entsteht eben der Raum, die Dinge zu sehen, unsere Umwelt wahrzunehmen, ja, schon gesagt, ne, die Bäume, die Morgensonne, die Vögel, das Zwitschern, all diese Dinge wahrzunehmen. Und dann passiert noch etwas ganz Wichtiges. Das ist also auch, es geht hier nicht um oberflächliche Dinge, es geht um ganz tiefe Dinge. Dann, wenn wir so leben und auch wirklich in Kontakt sind mit unserer Umwelt, dann entsteht ein ganz neues Gefühl, dann entsteht das Gefühl, wirklich ein Teil dieser Welt zu sein. Manchmal, ja, das ist schwierig zu erklären, aber manchmal, wenn wir in Gedanken sind, sind wir ja wie in einer eigenen Welt. Wir sind in einer anderen Welt. Ja, jetzt nehmen wir mal an, wir sind hier jetzt im Westpark, ja? Am Abend eines Maitages. Wenn wir unserem Geist erlauben, sich mit irgendeinem Problem, was uns schon länger nervt, zu beschäftigen, oder wenn wir vom nächsten Urlaub träumen, sind wir nicht am Abend dieses schönen Maitags im Westpark, sondern wir sind woanders. Definitiv. Und wenn es unsere Gewohnheit ist, mit dem Geist immer woanders zu sein, dann verlieren wir den Bezug zu dieser Welt, dann wird uns die Welt ein bisschen fremd, dann ist sie so wie Außenwelt, ja, da entsteht so eine Trennung. Ja, ich kann überall sein. Ich kann schon im Sommerurlaub sein. Ich kann in der Arbeit sein und bin auch da und so Dingen, ja. Und hier ist die Welt, ja. Okay. Da entsteht eine Trennung. Da entsteht auch dieses Ich-Bewusstsein, das kommt ja auch irgendwo her, ne? Das Ego, ne? Da entsteht dieses Ich-Bewusstsein und dieses Gefühl, abgetrennt von der Welt sozusagen extra zu sein. Und aus diesem extra zu sein entsteht auch, das schwächt uns, weil eben unsere wahre Natur ist, ein Teil der Natur zu sein. Wir Menschen sind ein Teil der Natur. Wir sind so entstanden und wir sind immer so geblieben. Wir können dem ein bisschen entfliehen, dadurch, wenn wir in Gedanken woanders hingehen, ja, dann können wir woanders sein, klar. Aber dann sind wir getrennt, allein und in gewissem Sinn einsam. Ja, diese Probleme des Alleinseins, des Einsamseins, die entstehen eigentlich dann, wenn wir zu viel in Gedanken sind. Ganz umgekehrt, wenn wir im Augenblick sind, in dem, was gerade jetzt passiert, sind wir verbunden mit all dem, was da ist. Und wenn wir also so in tiefer Achtsamkeit, zum Beispiel hier durch den Westpark gehen, dann fühlen wir uns tief verbunden mit der ganzen Welt. Und dann ist dieser Spruch, der in der Esoterik so gerne gesagt wird, wird dann wahr. Dann sind wir in Harmonie mit dem Universum. Es gibt so Sprüche, die sind wahr und werden oft missbraucht, ne? Und der Spruch wird sehr oft missbraucht und da bin ich dann ganz unglücklich, wenn ich das höre, ja, wie das geläuft. Aber es ist nicht dumm, das gibt es schon. Und dieses Gefühl entsteht eben, wenn wir im Geist ganz im Augenblick sind. Ganz in dem, was uns umgibt. Und das können wir im Westpark sein. Und das ist ganz besonders schön, ganz besonders bereichernd, ganz besonders wärmend. Aber wir werden merken, wir können das überall sein.
Wir müssen dazu nicht in einem wunderschönen Park sein. Wir können auch auf der Landsberger Straße gehen und diese Einheit fühlen, diese Stabilität, dieses Eingebundensein und diesen inneren Frieden. Und wenn wir gut sind, können wir das auch in der Paul-Heise-Unterführung. Das ist nur unser Geist. Das ist nur unser Geist. Ne? Das ist eine reine Übungsfrage. Und wir sehen es als Übung, Achtsamkeitsübung. Wir üben eben Achtsamkeit. Und wenn wir eben so in dieser tiefen Achtsamkeit gehen, dann kann auch mal das Gefühl entstehen, ja, das Reich Gottes ist hier und jetzt. Das entsteht genau aus diesem Gefühl. Ich bin mittendrin und es gibt keine Trennung. Ich bin mittendrin und es gibt keine Trennung. Keine Trennung heißt, mein Geist ist dabei. Die Trennung entsteht, wenn der Geist wegläuft. Dann entsteht Trennung. Der Geist dabei ist, bin ich mittendrin. Ja, und deswegen sagen wir, das Reich Gottes, oder wir sagen Nirvana, ist hier und jetzt. Immer verfügbar. Immer da. Wir können uns entscheiden, wo wir sind. Im Himmel oder in der Hölle. Und der Unterschied sind unsere Gedanken. Das ist unsere Praxis. Nirvana hier und jetzt. Das Üben. Und am Anfang gelingt es uns nur kurze Zeit. Immer wieder fliegen wir raus und wir kommen wieder rein. Die Praxis ist immer wieder reinkommen. Und dann sind wir halt manchmal in Nirvana und manchmal nicht. Daher kommt der Spruch von den Teilzeit-Buddhas. Ja? Das sind dann eben zeitweise Buddhas. Zeitweise nicht. Gut. Und diese Praxis ist also, wie gesagt, im Gehen ist sehr wichtig. Natürlich kann man sie auch im Sitzen üben. Ganz klar, definitiv. Es spricht überhaupt nichts dagegen, morgens zu meditieren, den Tag anzufangen mit einer Sitzmeditation. Klar, wer das machen kann, toll. Also ich habe immer morgens meditiert, weil das der beste Augenblick war, für mich Zeit zu finden. Aber das war halt mein Tagesablauf. Einfach eine halbe Stunde früher aufstehen. Da ist Ruhe im Haus. Keiner sucht mich. Alle stehen ja später auf. Ne? Und ich kann meditieren. Andere meditieren, wenn sie die Kinder in den Kindergarten gebracht haben, habe ich gerade gehört. Oder abends, wann auch immer es passt. Ne? Das kommt auf den einzelnen Tagesablauf an. Diese Achtsamkeitsübung, wie gesagt, im Sitzen, im Gehen, im Stehen, kann man aber auch üben bei vielen anderen Gelegenheiten des Tages. Wenn wir einfache körperliche Tätigkeiten machen, zum Beispiel Staubsaugen, da ist kein wirklicher Unterschied zum Gehen. Wenn unser Geist ganz beim Staubsaugen ist und beim Atem, ist das wie Gehmeditation. Wir können diese Zeit genauso genießen und in Ruhe unser Haus sauber machen. Wenn es nachher 5 Minuten länger dauert, dafür ist es so gut wie eine halbe Stunde Sitzmeditation. Ne? Also schon wieder Zeit gespart. Wir können das bei allen anderen, also gerade bei einfachen körperlichen Tätigkeiten, geht es sehr gut, ob das jetzt Aufkehren ist, ja, ich hatte schon genannt, Staubsaugen, Bügeln, Gemüse schneiden, irgendwas. Ne? Geht es sehr gut. Im Geist ganz beim Gemüse schneiden. Ist auch gut für die Finger, ne? Linke Hand. Sicherer. Ja? Man macht weniger Fehler. Es gibt ja Leute, die manchmal nur hinter vorgehaltener Hand sagen, dass man achtsam Auto fahren kann. Also wir verwenden natürlich das Wort achtsam und sagen nicht meditieren, ja. Andere sagen wiederum, man kann nicht sagen, dass man beim Autofahren meditieren kann. Okay, ist die Frage, was die unter meditieren verstehen. Bleiben wir jetzt mal beim Wort achtsam. Aber so achtsam sein, wie ich das jetzt fürs Gehen beschrieben habe, kann ich beim Autofahren. Und mein Autofahren wird sicherer. Ich habe mir das nochmal genau durch den Kopf gehen lassen, welche Fehler ich beim Autofahren gemacht habe in meinem Leben und in welchen Situationen es war. Es war nicht beim achtsamen Autofahren. Das war beim unachtsamen Autofahren. In Gedanken sein. Ja? Weil der Geist belegt ist von vielen Gedanken, ja, heftig rotiert um irgendein Problem, dann kann schon mal sein, dass man was übersieht. Dass der Vordere gar nicht weggefahren ist, obwohl er eigentlich könnte, ne? Zum Beispiel, um mal so einen blöden Fehler zu nennen, ne? Der zweite in der Reihe, ja?
Ja, man beobachtet die Straße, die Autos fließen, auf einmal, jetzt geht's. Und der Kerl fährt mich, ne? Ich schon, schlecht, ne? Ja, aber wann passiert? Das passiert ja nicht, wenn ich achtsam Auto fahre, sondern es passiert, wenn zu viele andere Gedanken sind, die die Kapazität des Geistes auffressen. In der Tat kann man absolut unachtsam durch ganz München fahren. Ganz sicher kann man das. Und interessante Frage ist, wo kommt man raus? Dort, wo man am meisten hinfährt. Am häufigsten hinfährt, da kommt man hin. Gut, aber das jetzt komme ich vom Thema ab. Also wir fahren ja achtsam Auto, ne? So, wenn wir achtsam Auto fahren, dann merken wir bei jeder Kreuzung, ob wir abbiegen müssen oder nicht. Sagen, ah ja, genau, und jetzt der Weg da. Also wir verfahren uns nicht und wir bemerken, was die anderen machen. Fügen uns da in diesen Fluss ein und fließen einfach so mit. Gut, das ist die Achtsamkeit. Ja, man kann die Achtsamkeit aber nicht nur bei einfachen körperlichen Tätigkeiten, wozu ich jetzt auch das Autofahren zähle, üben, sondern auch beim Zuhören. Schon, was bedeutet achtsam zuhören? Naja, meistens sitzen wir oder stehen. Einatmen, ausatmen. Jemand anderer sagt etwas. Wir nehmen das auf. Wir nehmen das einfach alles auf. Und was ist das, was wir nicht tun? An einer Stelle einhaken und abschweifen. Das passiert ja beim Zuhören genauso, wie wir es bei der Gehmeditation besprochen hatten. Der andere sagt irgendetwas über, was weiß ich, wie schrecklich sein Chef ist. Und was der wieder gemacht hat. Ja, und dann kommt natürlich, ja klar, ne? Und mein Chef hat das auch gemacht, ne? Und sofort sind wir in der eigenen Geschichte, ne? Ist der Geist weg. Ja, dann hören wir nicht mehr wahrlich zu. Dann sind wir nämlich bei unserer eigenen Geschichte. Ab diesem Augenblick sind wir bei der eigenen Geschichte abgesaust. Ne? Weg. Das wollen wir nicht machen, ne? Also achtsam zuhören ist einfach dabei bleiben. Bei dem, was gerade ist. Einatmen, ausatmen. Und das, was der andere sagt. Grundsätzlich kann man auch achtsam sprechen. Das ist das Allerschwierigste. Wollte ich noch einmal erwähnt haben. Ich hatte schon erwähnt, dass es schwierig ist, Achtsamkeit lange zu halten, dass es ganz natürlich ist und normal ist, immer wieder rauszufliegen. Und wenn es nur ist, wenn was passiert. Ne? Ich meine, wenn man gut ist, bleibt man länger in der Achtsamkeit. Ja gut, aber dann passiert was. Ja, dann rempelt einen einer an. Das ist natürlich schwierig, da achtsam zu bleiben. Ne? Und deswegen ist es ganz wichtig, vor allem zu üben, immer wieder in die Achtsamkeit reinzukommen. Darauf legen wir ganz großen Wert. Ja? Weil Achtsamkeit versuchen festzuhalten ist nicht gut. Festhalten ist überhaupt nicht gut. Wer sich ein bisschen im Buddhismus auskennt, weiß schon, dass Festhalten nicht die Lösung ist. Ne? Geht nicht. Ne? Nö, ist schon okay, wie es geht. Ja? Aber wir kommen wieder rein. Das ist es. Wenn wir schnell und gut immer wieder reinkommen in die Achtsamkeit, dann gibt es überhaupt keinen Grund, sich aufzuregen, wenn wir rausgeflogen sind. Im Grunde ist es ja sogar so, wenn wir bemerken, dass wir rausgeflogen sind aus der Achtsamkeit, sind wir ja schon wieder achtsam. Dann sind wir ja beim, ja? Ja? Weil wenn man wirklich zuhört, ja? Also nehmen wir nochmal das konkrete Beispiel, ja? Man hört zu, also viele haben schon verstanden, aber ich sag's jetzt, das ist ja ein wichtiger Punkt. Wir hören achtsam zu. So, dann kommt also diese Geschichte mit dem Chef, was der gemacht hat. Dann kommt die Erinnerung an das, was wir selber erlebt haben. Und wird ausgewalzt, ja? So, und das kann ganz lange gehen. Und in dieser Phase sagen wir sind unachtsam. Wenn ich dann irgendwann draufkomme, Mensch, der oder die erzählt ja gerade das und ich bin jetzt bei dieser ollen Kamelle, ja? In dem Moment bin ich achtsam, bin ich wieder ganz im Augenblick, krieg wieder mit, dass die andere Person ja was anderes erzählt, als ich gerade denke. Ja? Das war ja der Punkt. Krieg's mit, naja, und hör einfach wieder zu. Ohne mir einen Kopf zu machen, ne? Gibt gar nichts zu beurteilen nach dem Motto gut oder schlecht, gibt's nicht, ne? Einfach wieder achtsam weitermachen, ne? Zuhören wieder. Ja, na nö, ich mache jetzt achtsam, ne? Hör achtsam zu. Jetzt bin ich wieder da. Ja, und das ist also wichtig, immer wieder schnell zurückzukommen und das zu üben. Und da gibt es auch viele Möglichkeiten, das zu machen. In dem Hauptkloster vom Thich Nhat Hanh, das heißt Plum Village, das ist in Südfrankreich, dort gibt es
einem Uhren oder auch Glocken, die alle Viertelstunde geläutet werden. Und die Übung ist die, wenn man die Uhr hört oder die Glocke hört, dass sie schlägt, also die Viertelstunde schlägt, dann kehrt man zurück zum Atem. Ich meine, wenn man gerade achtsam war, ist ja klar, ist man ja dabei. Wenn nicht, die Glocke. Geht zum Atem zurück, ein, aus, ne? Mindestens dreimal. Und dann macht man genau bei dem, wo man war, wieder achtsam weiter. Also dazwischen ist natürlich alles, bleibt alles stehen und liegen, ne? Die Glocke läutet, mitten im Satz hören die Leute auf zu reden. Ein, aus. Spür mich wieder, spür den Atem wieder. Ja, und rede achtsam weiter oder höre achtsam zu oder schnippel Gemüse achtsam, ne? Irgendwas, ne? Das ist eine wichtige Übung. Können wir vielleicht zu Hause so machen, aber es gibt auch viele Dinge, die wir für uns als Achtsamkeitsglocken definieren können und diese Praxis dann sozusagen für uns variiert übernehmen können. Und eine ganz wichtige Praxis ist, das Telefon läuten, zu einer Achtsamkeitsglocke zu machen. So sagen wir Achtsamkeitsglocke. Das Telefon läutet, ne? Gibt es viele Möglichkeiten, darauf zu reagieren. Hektisch, effizient, ne? Effizienzdenken, schnell, sofort ran. Natürlich kann man auch, schon wieder das Telefon, ne? Geht auch. Auch eine Möglichkeit. Man kann sich auch freuen, dass das Telefon läutet, höre ich es allerdings seltener. Gut. Unsere Praxis ist, eine Achtsamkeitsglocke. Ein, aus, ein, aus, ja? Dreimal atmen, das Telefon läutet dreimal. Ist gut. Ist doppelt gut. Also ist gut, weil wir da üben, zur Achtsamkeit zurückzukommen. Weil wir wieder runterkommen auch, ne? Das ist ja Entspannungsübung. Ja, wenn wir das mal können, können wir in drei Atemzügen wieder ganz ruhig und gelassen sein. Das ist eine Übungssache, aber es geht. Nach einiger Zeit geht es gut. Und das passiert jedes Mal, wenn das Telefon läutet. Toll, ne? So, das nächste ist, wenn wir dann natürlich den Hörer abheben, dann hat das, was wir sagen, eine ganz andere Qualität. Emotionale Qualität. Vielleicht sogar inhaltlich, weil wir natürlich auch die Brücke gespannt haben von dem, was wir gerade gemacht hatten und dem, was im Gespräch kommt. Das ist ja was anderes zu 99% der Fälle. Wir müssen ja umdenken. Müssen wir sowieso. Aber durch diese Brücke, diese Pause und das Atmen, kommen wir ganz zur Ruhe, ganz zu uns selbst, werden offen und frei, um zuzuhören, was der andere sagen will. Der will ja was sagen, ne? Ja, hat ja was, ne? Und können dann wirklich eingehen auf den Menschen, vernünftig antworten, zuhören erstmal, ne? Und vernünftig antworten, ne? Und vielleicht auch inhaltlich besser, weil wir eben den Kopf frei haben, ne? Und wirklich bei der Sache sind. Und nicht nur schnell abwimmeln wollen. Ja, das ist die Praxis mit dem Telefonläuten oder es gibt viele andere Möglichkeiten. Eine möchte ich noch nennen, die besonders originell ist. Wenn wir Auto fahren, haben wir ja den Eindruck, dass die meisten Ampeln rot sind. Ne? Und der Running Gag ist ja, ne, die müssten halt die roten Lichter durch grüne ersetzen, dann hätte man meistens grün. Aber gut. Also, wir kommen zur roten Ampel. Ne? Ja, rote Ampel, toll. Können wir ja zur Achtsamkeitsglocke definieren. Bremsen, einatmen, ausatmen. Ist doch schön, zurückzukommen, zu sich selbst einatmen, ausatmen. In dem Fall die ganze Zeit, ne? Und irgendwann wird's grün, okay, dann fahren wir halt wieder weiter. Schön. Ja, schön. Wie viele von uns ärgern sich bei jeder roten Ampel? Oder? Ich meine, natürlich ist oft nur ein bisschen, ja? Aber auch ein bisschen ist schade. Es ist schöner, zurückzukommen und es zu nutzen, zur Entspannung. In Augenblick zurückzukommen, sich wohlzufühlen, ist doch viel schöner. Es ist schöner noch als ein... Gut, ja, das ist unsere Praxis, das ist der zentrale Punkt unserer Praxis. Genau, wir sind mit der Zeit ja total. Gut, ne? Aber muss mich ja nicht selber loben. Und jetzt will ich am Schluss noch sagen, das ist alles ganz toll natürlich. Gut, das habe ich jetzt oft genug gesagt. Ist aber nicht das Ganze und ich will jetzt noch 3 Minuten Ausblick geben, was wir noch machen, ja, dass man das sozusagen ein bisschen rund wird. Die Achtsamkeitspraxis ist sicherlich
ganz zentral bei uns, ganz wichtig. Sie ist aber auch nicht alles. Und wir haben noch zwei Säulen, die wir für sehr wichtig halten. Und das eine nennen wir zur Verwirrung aller, die noch nicht bei uns sind, die 5 Achtsamkeitsübungen. Die sind aber jetzt nicht so genau das, was ich jetzt geschildert habe, sondern das ist unsere Form der Ethik. Also die basiert auf den 5 Regeln, die der Buddha, den 5 Shilas werden sie oft genannt, ja, Regeln, die der Buddha aufgestellt hat fürs ethische Verhalten. Die hat Thich Nhat Hanh sehr schön, sehr rund und sehr liebevoll ausformuliert. Und sie sind für uns, das muss man jetzt noch dazu sagen, sie sind für uns nicht Regeln, die man einhalten soll, sondern sie sind für uns, ja, wir nennen sie Achtsamkeitsübungen, um das ein bisschen klar zu machen. Und sie helfen uns, um jetzt mal auf den tieferen Punkt zu kommen, weil es ist manchmal so, die Ethik kommt manchmal ein bisschen zu kurz beim Zen, aber bei uns nicht. Und warum? Wir neigen dazu, alle Situationen, die uns so begegnen im Leben, so aus dem Blickwinkel zu betrachten, was kann ich da für Nutzen draus ziehen? Was kann ich bekommen? Ja, wir gehen irgendwo hin, wir wollen was bekommen. Ja, wir haben eine gewisse Vorstellung, wie ein Konzert sein soll. Das wollen wir genießen, konsumieren. Wir wollen immer was bekommen. Und diese Ethik will uns eigentlich helfen, um es mal auf den tiefsten Punkt zu bringen, unser Leben neu auszurichten. Und wenn wir in eine neue Situation kommen, uns nicht zu fragen, was kann ich hier bekommen, sondern zu fragen, was kann ich tun? Was kann ich hier tun, was eine positive Wirkung hat auf das Ganze? Wie kann ich hier helfen? Was kann ich machen? Das ist ein wichtiger Punkt für uns. Ich bin immer sehr, sehr froh und dankbar und ich freue mich über alle Helfer. Gerade bei so einem wir haben einen Stand drüben, ne? Natürlich für unsere Gemeinschaft, wir haben viele Helfer. Und mir ist wichtig, dass viele mithelfen. Nicht nur, dass die Arbeit gemacht wird, sondern damit die Menschen den Schritt gehen können vom Konsumieren zum Mitmachen. Unser Leben sollten wir nicht verstehen als ein Leben, in dem wir konsumieren, was gibt uns die Natur, ja? Wir auch als Gesellschaft neigen ja dazu, zu sagen, nur zu schauen, was kann uns die Natur geben? Und am Schluss führt es zur Ausbeutung der Natur. Unsere Frage ist, was können wir Menschen tun für das Wohlbefinden dieser Erde? Das sollte unsere Frage sein. Was können wir machen? Und wir können jeder einen kleinen Beitrag leisten. Wir müssen ja nicht gleich die ganze Welt retten, ja? Ein bisschen was. Was kann ich tun? Das soll die Frage sein. Gut, deswegen also ist Ethik so wichtig für uns und das ist unser Verständnis von Ethik und das ist eben formuliert in den 5 Achtsamkeitsübungen. Und die nächste, dritte wichtige Säule von uns ist das Heilen alter Wunden. Ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Wir Menschen haben alle in gewissem Umfang mehr oder minder schlechte Erfahrungen gemacht, sage ich jetzt mal pauschal. Das kann bis zu Traumata gehen, kann sich zurückziehen bis in die Zeit der Kindheit. Und diese Dinge beeinflussen aus einer ganz tiefen, unbewussten Ebene ständig, bis wir 52 Jahre alt sind, beeinflussen, und manchmal noch länger, beeinflussen die unser Handeln. Nur, dass in der Kindheit das passiert ist. Ich meine, gut, es ist nichts Falsches dran, es ist unsere Natur, so zu reagieren und so zu leben, aber wir können es besser machen. Wir können alte Wunden heilen, wir können das aufarbeiten und damit frei werden davon. Unser Leben nach unseren neuen gefundenen Einsichten und Erkenntnissen, die wir als Erwachsene gefunden haben, neu ausrichten. Wir können uns ändern, wir können andere Menschen werden. Und dazu gehört es eben auch, diese alten Wunden zu heilen. Ja, und das sind die drei Säulen bei uns, die Achtsamkeit, die Ethik, also die 5 Achtsamkeitsübungen und das Heilen der alten Wunden.